Hashtag Schärding und du. Mit diesem neuen Slogan startet die Barockstadt Schärding in eine neue Zeit des Miteinanders. Ja, er vermittelt einerseits die Emotion, der Mensch steht im Mittelpunkt, es vermittelt den Dialog und auch Modernität, denn alleine durch das Setzen des Hashtags zeigen wir, dass Schärding eine junge, zeitgemäße Stadt ist und dem Zeitgeist entspricht. Und wir möchten neben dem Stammpublikum auch junge Leute ansprechen. Und das ist mir sehr wichtig, dass Tourismus und die Stadt Schärding hier zusammenarbeitet, dass wir nicht etwas produzieren, nur für die Touristen, sondern dass die Schärdinger Bevölkerung hier mit eingeschlossen ist. Genau diese setzen jetzt auch alles daran, ihre Heimatstadt noch schöner zu gestalten, und zwar beim Urban Knitting. Wir bestricken Geländer in Schärding, kontrolliert, wir haben schon angefangen damit. Das Bezirks Alten- und Pflegeheim hat schon an der Schulbrücke Hand angelegt, da kann man jetzt schon sehen, wie die Wolle dann auf dem Geländer ausschaut. Die neue Mittelschule ist schon dabei, aber auch Schärdinger Vereine und Privatpersonen können die Gegend und Schärding da durch gestrickte Kunstwerke verschönern. Für all jene, die andere Interessen verfolgen, bietet sich jetzt eine ganz neue Möglichkeit zum Netzwerken. Man kann selbst eine Community, eine Gemeinschaft gründen zum vorgegebenen Thema. Das heißt, man sucht sich ein Thema aus und die Stadtgemeinde Schärding und der Tourismusverband bieten dann die Plattform, dass man Gleichgesinnte findet und tauscht sich in dem Thema aus, das man sich ausgesucht hat. Und das am besten doch gleich mit den eigenen Nachbarn. Wir verlosen 7 Straßenfeste in Schärding, wo man sich bewerben kann. Dann wird ausgelost und mit Unterstützung von Sponsoren bekommt man dann Getränke, Fleisch für ein Straßenfest in der jeweiligen Straße, und auch da kann man wieder den Nachbarn treffen und gemeinsam feiern und sich austauschen. Zahlreiche Events wie etwa der Business to Run oder das erste Schärdinger Spielfest prägen auch dieses Jahr wieder den Veranstaltungskalender. Und um seinen persönlichen Schärdinger Moment dann mit noch mehr Menschen zu teilen, hat man sich hier etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Wir werden also an verschiedenen Stellen in Schärding Selfie Points installieren, wo eben die Besucher ihren schönsten Schärding-Fleck im Bildfokus haben und auch aufgefordert werden, Hashtag Schärding und du zu setzen.